30 Mitspieler und 5 angehende Theaterpädagogen halten den Atem an. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Und ich höre förmlich die Frage, die sich alle stellen. Wie kann man einem Körperbehinderten nur eine solche Frage stellen? Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Wir sind Menschen. Menschen haben Stärken, Menschen haben Schwächen, Menschen haben Handicaps. Mein Handicap durch eine angeborene Kondagambehinderung ist offensichtlich. Aber wie sieht es ansonsten aus? Und trotz meiner zu kurzen Arme bin ich trotzdem nicht zu kurz gekommen. Ich bin auch nicht arm dran, weil ich bin ja schließlich ein Mensch. Und als Mensch möchte ich gesehen und gehört werden. Wie funktioniert das? Meine einfache Antwort: durch Empathie, Einfühlungsvermögen. Die richtigen Fragen sind der Schlüssel dazu und natürlich der Mut, auch diese Fragen zu stellen. Einmal in meinem Leben bin ich leider nicht mutig genug gewesen. Ich bin in einer Straßenbahn, bin auf dem Nachhauseweg und möchte aussteigen. Ich gehe an einer Gruppe junger Leute vorbei und einer von denen sieht mich und ruft in die Gruppe: konnte er gar nichts für. Ich steige aus, kann mir ein Lächeln nicht verkneifen, ärgere mich aber, dass ich nicht wieder in die Straßenbahn eingestiegen bin und habe bei dem jungen Mann nachgefragt. Warum diese Heiterkeit es wirklich wert gewesen ist, über eine fremde Person quasi auf meine Kosten zu lachen. Aber ich habe diese Frage nicht gestellt. Gerne wüsste ich die Antwort, noch heute. Denn über Fragen kann ich Menschen erreichen. Die wichtigste Frage in meinem Leben habe ich am 30. Juni 2006 gestellt bekommen. Welche das gewesen ist, da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Ihr erfahrt es noch, versprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder die allerbesten Fragen stellen. Kleines Beispiel gefällig. Ich bin auf einem Abenteuerspielplatz, sitze auf einer Bank. Kurze Zeit danach setzt sich ein erwachsener junger Mann neben mich und er hat 2 Kinder dabei. 5 Jahre und 7 Jahre, wie ich dann später erfahre. Der Ältere schwört ab, der Jüngere bleibt beim Vater, versteckt sich so ein bisschen hinter ihm. Er sieht mich, er beobachtet mich, er mustert mich. Und er spricht zu seinem Vater: Hey, Papa, der Mann daneben uns hat kurze Arme und auch nur 3 Finger. Ich spüre, der Vater ist irgendwie leicht nervös, weil er weiß ja, der Feind hört mit. Ich erlöse den Vater. Ich stehe auf, gehe auf den Kleinen und frage ihn: Hey du, kannst du mir sagen, ob du schon zählen kannst? Und er sagt natürlich: Jawohl, na klar kann ich das. Na gut, dann sag mir doch mal, wie viele Finger du hier siehst. Und er sagt siegesicher: 3. Und ich sage: Nein, das sind keine 3 Finger, das sind 4. Der Kleine guckt und grübelt. Pass auf, ich zähl's dir vor. 1, 2, 3 und der Daumen 4. 4 Finger. Oh, guckt der Kleine. Ich schaue zum Vater, der grinst. Aber der Kleine gibt nicht auf. Er zeigt auf meine andere Hand und sagt: Aber da hast du 4 Finger. Ich sage: Nein, auch hier habe ich 5 Finger. Pass auf. 1, 2, 3, 4 und der Daumen 5. 4 plus 5, 9 Finger. Einer weniger als du. Der Kleine mustert mich ein wenig, dann schaut er auf seine eigenen Hände, fängt an nachzuzählen, dann fängt er an zu grinsen, geht auf mich zu, erfasst meine Hände und sagt: Du schummelst. Ich sage: Ja, stimmt, hast recht.
ich habe geschummelt. Ich habe doch nur 3 Finger und hier 4, also 7, also 3 weniger als du. Vater ist erleichtert. Der kleine Junge nimmt mir das aber überhaupt nicht übel, dass ich ihn angemogelt habe. Und er stellt mir die nächste Frage. Warum hast du denn eigentlich so kurze Arme? Ich schaue zum Vater. Der ist wieder richtig nervös. Und ich versuche es erstmal mit der kurzen Antwort. Naja, ich bin halt so auf die Welt gekommen. Der Kleine schaut mich an und man kann wirklich erkennen an einem Gesichtsausdruck von einem 5-Jährigen, wenn jemand mit einer Antwort nicht ganz einverstanden ist und er meint, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Also entschließe ich mich dazu, ihm auch die ganze Wahrheit zu sagen. Naja, das war halt so gewesen, als ich noch nicht auf dieser Welt war, da war ich so ein kleines Würmchen im Leib meiner Mama. Und dort, wo dann später die Schultern sein werden, da bilden sich so kleine Knospen. Und aus diesen Knospen werden dann Blutgefäße für die Arme und kleinere Blutgefäße für die Finger. Vater kommt auf mich zu, ist total erleichtert, dass ich das so locker gesehen habe und ist dankbar und wir kommen ins Gespräch. Und ich sage ihm, ja, von meinem Fall gibt es etwa 10.000 oder gab es 10.000 weltweit, in Deutschland etwa 4.000 bis 5.000 und zurzeit sind etwa noch vielleicht 2.000 am Leben. Wir wollen uns noch weiter darüber unterhalten, aber dazu haben wir gar keine Gelegenheit mehr, weil jetzt ist nämlich der ältere der beiden Söhne wieder zurückgekommen, der 7-Jährige. Der versteckt sich jetzt hinter seinem Vater und weiß nicht so richtig, ob er sich nach vorne trauen soll. Und dann kommt die riesengroße Stunde des kleinen Jungen. Er geht zu seinem älteren Bruder, nimmt ihn an die Hand, führt ihn zu mir und sagt, dieser Mann ist so auf die Welt gekommen. Und ich kann dir auch genau sagen, was passiert ist. Und dann erzählt dieser kleine Mensch von 5 Jahren, genau so, wie ich es auch beschrieben habe. Er erzählt vom Würmchen, von den Knospen, von den Blutgefäßen, von der Tablette. Und natürlich auch, dass die Tablette bewirkt hat, dass leider die Arme etwas kürzer geworden sind und auch die Anzahl der Finger weniger. Und somit hat dieser kleine Mensch von 5 Jahren wirklich alles verstanden. Und ich merke, wie wichtig es ist, eine ehrliche Frage zu hören und vor allem eine ehrliche Antwort darauf zu geben. Ich habe von diesem kleinen Menschen eine ganze Menge gelernt. Und für den Fall, dass er heute vielleicht zuhört oder zuschaut, er müsste heute so etwa 25 Jahre alt sein, dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an diesen jungen und jetzt erwachsenen Menschen. Ich bin in meinem Leben eigentlich immer gut behandelt worden. Das kann ich wirklich sagen, sowohl sympathisch als auch empathisch. Und zwar das Ganze beruflich als auch privat. Und privat habe ich eine riesengroße Leidenschaft. Ich spiele gerne Theater auf den Brettern, die Welt bedeuten. Und deswegen spiele ich hin und wieder beim Staatstheater in Kassel bei einem Spielclub mit. Und so gab es eine Produktion, wo ich wirklich absolute Inklusion erlebt habe. Den Regisseur kannte ich schon. Er hatte zur ersten Probe eingeladen und ich freute mich schon drauf. Und ich wundere mich an dem Tag der ersten Probe, weil mein Handy zeigt an, dass er 9-mal versucht hat, mich anzurufen. 9-mal. Ich denke, warum ruft mich denn der Thomas 9-mal an? Weil am Abend sehen wir uns doch sowieso. Naja, der Termin kommt. Und jetzt kommt auch der Ball ins Spiel, weil der Thomas kommt auf mich zu und meint, Gerd, schade, ich wollte dich eigentlich erreicht haben, weil ich heute ein Kennenlernspiel mache. Und dabei werfen wir uns Bälle zu und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob du das überhaupt machen kannst. Und das wollte ich mit dir vorher abgeklärt haben. Sag ich, Thomas, kein Problem, werf mir doch mal den Ball zu. Er wirft den Ball zu, ich fange ihn auf. Ich werfe ihn wieder zurück, er wirft ihn mir wieder zurück. Das Ganze machen wir so 4-5 Mal. Dann kommt er auf mich zu und meint, Gerd, entschuldige, dass ich dich überhaupt gefragt habe. Ich sage, Thomas, da ist überhaupt nichts zu entschuldigen, weil, hey, du hast dir Gedanken gemacht, ob ich das Problem irgendwie bewältigen kann. Also, wenn ja jemand Danke sagen muss, dann bin ich es. Aber es wird noch besser.
Wir spielen nämlich ein ganz hervorragendes Stück, Helges Leben. Ein Theaterstück von Sibylle Berg. Worum geht's in diesem Stück? Die Tiere haben die Weltherrschaft erobert, Menschen gibt es nicht mehr. Und die Tiere lassen sich vom lieben Gott performen, sie lassen sich unterhalten und sie haben den Wunsch, dass sie das Leben von Helge sehen, einem Menschenkind von der Geburt bis zum Tod. Kurz nach der Geburt von Helge wird er von seinen Ängsten beseelt und ich bin einer dieser Ängste. Und ich habe folgenden Text zu sprechen. Guten Tag, Helge. Ich bin deine Angst. Die Angst vor dem Leben, die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Bordsteinen, die plötzlich hochklappen und Menschen zum Stürzen bringen, die Angst vor dem Verlust von Körperteilen über Nacht. Kurzum, wir sind deine Ängste. Wir werden immer bei dir sein. Der Thomas kommt auf mich zu, ist soweit zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Aber er sagt, Mensch, Gerd, könntest du nicht vielleicht, wenn du diese Textpassage sprichst, Verlust von Körperteilen über Nacht, könntest du nicht das Ganze noch stimmlich so ein bisschen untermalen? Und vor allen Dingen, wenn du da sprichst, könntest du dann noch mit deinen Armen wedeln? Er hatte die Frage ausgesprochen gehabt. Und was passierte? Totenstille im Theaterraum. 30 Mitspieler und 5 angehende Theaterpädagogen halten den Atem an. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Und ich höre förmlich die Frage, die sich alle stellen. Wie kann man einem Körperbehinderten nur eine solche Frage stellen? Man kann eine Stecknadel fallen hören. 30 Mitarbeiter, 30 Mitspieler und 5 Theaterpädagogen erwarten meinen psychischen und körperlichen Zusammenbruch. Ich gehe zu Thomas hin und sage, na klar, mache ich. Also wurde die Szene dann noch einmal gespielt. Also, Helge wird geboren und stell dir jetzt nun vor, du, ja genau du bist Helge und jetzt kommt deine Angst. Guten Tag, Helge. Ich bin deine Angst. Die Angst vor dem Leben, die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Bordsteinen, die plötzlich hochklappen und Menschen zum Stürzen bringen, die Angst vor dem Verlust von Körperteilen über Nacht. Kurzum, wir sind deine Ängste. Wir werden von nun an immer bei dir sein. Cut. Szene war im Kasten, Regisseur war zufrieden, Mitspieler war zufrieden. Die 5 angehenden Theaterpädagogen kommen auf mich zu. Mensch, Gerd, also dass du das gemacht hast, das finden wir ja fantastisch. Und ich sage, Moment, ganz ruhig. Was ist daran fantastisch? Der Thomas hat mir ein Geschenk gemacht. Wie? Geschenk? Naja, der Thomas hat mein Alleinstellungsmerkmal, meine kurzen Arme genommen, um mir zu zeigen, wie ich diese Rolle stärker interpretieren, stärker spielen kann. Hey Mann, ich bin ein Schauspieler. Sowas lasse ich mir noch nicht entgehen. Ist doch klar, dass ich das annehme. Und das war für mich ein Geschenk. Ach so. Ach ja. Ja, stimmt. So kann man es natürlich aussehen. Jetzt ist uns das Ganze klar, warum du das gemacht hast. Man kann daran sehen, Fragen können sehr direkt sein. Und zweifelsohne, diese Frage war direkt, aber deswegen ist sie auch so empathisch. Und für mich war sie ein riesengroßes Geschenk. Ich bin euch noch eine Antwort schuldig, nämlich die Antwort auf die Frage, was dann 2006 passiert ist, dass man mir die wichtigste Frage in meinem Leben gestellt hat. Antwort: Jetzt kommt wieder der Ball ins Spiel. Was war denn 2006? Sommermärchen. Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Viertelfinale Deutschland-Argentinien.
Nach 90 Minuten steht es 1:1. Nach 120 Minuten auch noch unentschieden. Es kommt zum Elfmeterschießen. Jens Lehmann hält den entscheidenden Elfmeter und Deutschland ist im Halbfinale. Hurra! Ich freue mich riesig. Ich freue mich so riesig, dass ich anschließend meine Mutter besuche, weil wir haben noch einen gemeinsamen Termin. Dort angekommen, gehen wir beide erstmal gemeinsam auf den Balkon und winken dem Autokorso hinterher, die Skier nicht enden wollen. Wir freuen uns. Ich bin bestens gelaunt. Meine Mutter ist bestens gelaunt. Wir gehen rein, wollen noch eine Tasse Kaffee trinken. Und dann bemerke ich plötzlich, dass sich die Gesichtszüge meiner Mutter verändert haben. Sie ist plötzlich ernst geworden, schaut mich an und stellt mir dann die wichtigste Frage in ihrem und auch in meinem Leben. Gerd, hast du mir jemals einen Vorwurf gemacht, dass ich damals die eine Tablette genommen habe? Ich schaue sie an und sage mit ruhiger, ehrlicher Stimme: Nein, niemals. Meine Mutter ist erleichtert. Ihr fällt ein Stein vom Herzen und mir werden mehrere Dinge bewusst. Ich bin zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt, meine Mutter ist 75. Das bedeutet, ein 75-jähriger Mensch hat 45 Jahre gebraucht, den Mut zu finden, eine Frage zu stellen. Außerdem wird mir auch klar, dass Handicaps, körperliche Handicaps, nicht nur die Betroffenen betreffen, sondern auch die engsten Mitmenschen. Was für eine wertvolle Erkenntnis für mich. Und deswegen habe ich eine ganz besondere Challenge für dich. Genau für dich. Für den Fall, dass du eine wichtige Frage hast, die du einem wichtigen Menschen stellen möchtest, dann tue dies bitte in den nächsten 24 Stunden. Naja, sagen wir mal binnen 7 Tagen. Aber auf jeden Fall in den nächsten 30 Tagen. Habe den Mut, diese Frage zu stellen und hab keine Angst vor der Antwort. Vielleicht fällt sie ja sehr positiv aus, wie ja. Oder vielleicht auch einfach nur ehrlich, wie nein, auf keinen Fall. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann hast du auf jeden Fall eins und das ist Klarheit. Und das hilft dir auch weiter. Mein Name ist Gerd Brückmann. Ich bin Speaker und Trainer für Menschen mit körperlichen Handicaps. Mensch zu sein bedeutet für mich, die Welt ein bisschen reicher zu machen. Komm, machen wir uns dazu gemeinsam auf den Weg. Dankeschön.